Liebe Freunde, hier ist euer Steinmalen. Zurück in Scone, hier unsere Hauptstadt, wo unser hoffnungsvoller, starker General Rigan auf seinen Einsatz wartet. Aber noch schauen wir ein bisschen zu, was hier die Galgoidl und Northumbria miteinander treiben. Northumbria hat ein kleines Problem. Die haben hier Rebellen. Das war diese Fraktion, die wir da neu angetroffen haben. Hier Hellstaten haben die erobert. Ja, englische Rebellen. Möglicherweise beeinflusst das ihren Krieg hier gegen Galgoidl. Wir werden sehen. So, wir haben im Moment erstmal... Was ist mit unseren Armeen? Die haben wir noch gar nicht gezogen. Diese hier nicht. Ja, ich würde sagen, wir gehen tatsächlich hier nochmal weiter. Ich hoffe, wir kommen da noch über den Fluss rüber da hinten, aber das geht, glaube ich. In Position bewegen! Verdammt! Wir haben Kälteverschleiß, aber wie ist das eigentlich? Dieses Gebäude, gilt das überall? Das habe ich immer noch nicht. Immun gegen Schneeverschleiß. Ich bin mir nicht sicher. Na gut. Aber im Moment sieht es eigentlich nicht so aus, als würden wir hier verlieren, ne? Vielleicht gilt das überall in unserem Reich. So. Die Männer wollen endlich loslegen. Jawohl. Yeah. Sehr schön. Um diesen Aufschwung weiter zu begünstigen, müsst ihr euren Untertanen zeigen, dass ihr ihres hohen Ansehens würdig seid und setzt dadurch gleichzeitig bei den anderen Herrschern ein Zeichen. Legitimität steigt weiter an, oder? Aha. Annektierung verfügbar. Jetzt haben wir nämlich einen entscheidenden Schritt übersprungen. 30. Zahlt 20 Legitimität, um eine andere Fraktion in die eure einzugliedern und volle Kontrolle über ihre Siedlung zu erhalten. Aber das gilt, glaube ich, nur für Gelische, oder? Wie funktioniert das denn bitte? Oder könnte ich das jetzt mit dem Norden machen? Das würde natürlich enorm Zeit sparen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Wir gucken mal diplomatisch. Ihr seid an meiner Tür nicht willkommen. Nee. Das funktioniert so nicht. Ich vermute, das geht nur mit gelischen Reichen. Bin mir nicht ganz so sicher, ob das so ist. Aber ich denke, das ist so. Einen anderen Button finde ich jetzt hier nicht. Und anderes gelisches Reich gibt es nur wiederum auch nicht. Wir lechzen nach Ruhm. So Verschleiß ist hier aber nicht. Okay, Leute. Gut, 538. Was passiert hier? Wir wissen es nicht. Da warten wir ab. Geld haben wir auch nicht. Die Armee ist gezogen. Die Armee hat das besetzt. Für den Ruhm der Gälen. Weiter. So, sie kommen mit einer 16er Armee. Wir müssen uns langsam beeilen, dass wir da gegenhalten können. Jetzt ist nur noch eine 14er. Oh! Und die kommen in unser Gebiet? Ach du Schreck. So, die irgendwelche angelandeten Wikinger sind vorbei. Wir haben zwei Männer verloren. Das geht ja. Das ist ja überhaupt kein Problem. Kriegseifer ist gesunken. Jetzt sind wir über minus 10 gekommen. Minus 1 in allen Regionen, minus 5 Ruhm. Das ist schlecht. Wir brauchen Kriegseifer. So, einer der walisischen Vasallen unter dem Joch der Angelsachsen hat sich befreit. Sie haben ihre Unabhängigkeit erklärt und das Schwert gegen ihren ehemaligen Herrn erhoben. Dieser neue Konflikt könnte sich äußerst destabilisierend auf die Region auswirken. Na gut.
Wir müssen den hochbekommen. Grenzkriege minus 73. Keiner wird gegen uns bestehen. Ah, wir kommen nur dort rüber. Es ist wirklich mistig. Aber hier geht's auch rüber. Unser aller Feind fällt. Wir haben immer noch 31. Das ist zu wenig. Wir gehen hier langsam voran. Wobei wir brauchen jetzt langsam... Wir brauchen irgendwas zum Gegenhalten gegen diese Armee. So viel Zeit können wir uns nicht lassen. Was machen wir da? Ja gut, andererseits ist es eine Belagerung, die sollten wir locker irgendwie auch hinkriegen, wenn wir ein paar Truppen weniger haben. Wir gehen da jetzt rüber. Ist halt so. Minus 15, nächste Runde geht's noch und dann haben wir vielleicht ein bis zwei Runden Probleme. Würde ich mal sagen. Das finde ich okay. So, ihr geht mal hier rein. Als Unterstützung, falls es da tatsächlich zum Angriff kommt. Orkneyana Floda hat Frieden geschlossen und unterirdisches Lager ist hier gebaut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Bringt wieder mehr Nahrung rein. 824, 410, das ist auch okay. So, und jetzt ist die Frage, was macht diese Riesenarmee? Nicht möglich. Es sieht fast so aus, als ob sie gar nicht uns hier angreifen will, sondern als ob die hier unsere Nebensiedlung attackieren will. Die sind aber geschwächt. Keiner wird gegen uns bestehen. Aber wir haben deutlich weniger, ne? Ich würde sagen, wir bauen diese Armee weiter aus. Wir werden hier weiter rekrutieren. Was haben wir denn hier schon alles? Wir haben Catherine Herban. Relativ viele Ja. Wollen wir noch weitere Armbrustschützen oder lieber Einheiten hier? Vielleicht mal albanische Axtkämpfer. Die Plänkler waren durchaus auch nicht schlecht. Kann man immer noch mal ganz schön reinhauen von der Seite. Nehmen wir die auch noch mal mit. So, wir müssen allerdings, ich würde sagen, wir warten auf jeden Fall noch eine Runde. Vielleicht sogar mehr, ich weiß nicht. Das geht nicht. Auf jeden Fall werden sie ja hier nicht stärker in unserem Gebiet, bis sie irgendwas erobert haben, das ist natürlich klar. Können wir nicht. Tja, keine Ahnung. So, Fafat ist üppig geworden, Regierung und Einfluss plus 1. Der ist hier in Scone. Und wir haben plus 5 Versorgung in eigenen oder verbündeten Territorium. Das ist jetzt wichtig für die Armee dort oben. Ein Landbesitzer kennt sein Stück Land besser als seine Nachbarn und seine Nachbarn kennen ihres besser als er. Wenn wir uns Wissen über alle landwirtschaftlichen Gebräuche vor Ort aneignen, steigern wir die Fähigkeit unserer Armeen vom Land zu leben, während sie im Einsatz ist. Sehr gut. So, das ist diese Unabhängigkeitserklärung, von der wir gehört haben. Alles klar soweit. Diese Mini-Armee, die bleibt am... Nee. Ach nee, Rigan bleibt stehen, genau. Alles andere ist okay, aber wir haben Upgrades. Drest, unser Statthalter, kann verbessert werden. Der Wildbeuter bringt auch Nahrungsproduktion in der Provinz. Das ist natürlich auch nett. Aber im Moment ist Geld auch so ein bisschen begrenzend. Wir machen deshalb mal die nächsten Schreiber hier noch. So, und Ed ist unser neuer Statthalter. Der hat echt Probleme mit der Regierung. Deswegen kriegt er auf jeden Fall einen Schreiber. So, Technologie müssen wir weiter erforschen. Neue
Bergkämpfer oder bessere Reiter. Oder plus 1 in allen Regionen durch Bewässerung. Ist natürlich auch nett. Wir machen trotzdem jetzt erstmal da weiter, um uns den Zweig dort neu zu erschließen. Gut, 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 gut. Ihr steht jetzt dort, ihr geht zurück dort. Das ist alles soweit in Ordnung. Und ihr habt noch ein paar Truppen bekommen. Jetzt gucken wir mal, wie weit die da gehen. Irgendwie hat Northumbria den Druck nachgelassen, habe ich das Gefühl. Jetzt müssen wir tatsächlich... Da kommen sie. Jetzt ziehen sie aber ihre Einheiten zurück. Das ist nicht schön. Ah, sie kommen aber voran. Das ist ein gutes Zeichen. Können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen. So, eine Kriegserklärung, die wir nicht richtig einordnen können. So. Ich meine, vielleicht greift er ja auch gar nicht an, sondern möchte hier über die See Northumbria angreifen. Das ist ja auch möglich. Ich würde sagen, wir warten hier nochmal. 517 rekrutieren nochmal so einen albarischen Axtkämpfer. Okay. Und sind dann schon ziemlich schlagkräftig, würde ich sagen. Versorgung sehen wir leider hier nicht. So, wie sieht's aus bei euch? Meine Krieger sind unschlagbar. Ja, wir nähern uns. Fürchtet uns! Oh, 16:15. Das heißt tatsächlich, eine Runde halten wir noch durch. Dann geht das ja noch gerade so. Für so. Den Ruhm der Gälen. Mehr genau, schnell rein in die Hauptstadt, bevor der Gegner hier wirklich kommt mit seinen 14 Truppen. Auch okay soweit. Ja, naja, dann machen wir nochmal weiter. Northumbria zieht sich echt zurück. Ah, gut, dass die so langsam sind. Ja, gehen Sie nun nach Skonin oder wo gehen Sie hin? Mercien wurde ausgelöscht. So, Erweiterung von Maid. Der Hochkönig der Iren weitet seinen Einfluss über die Grenzen von Maid hinweg aus. Er hat seine Hand nach einem nahen Königreich ausgestreckt und es zu seinem Vasallen gemacht. Könnte das der erste Schritt zu einem wahrhaft vereinten Erio unter seinem symbolischen Herrscher sein? Und der seiner symbolischen Herrschaft, müsste es eigentlich heißen, ne? Gut. Annehmen. So, auch er ist unvoreingenommen. Ne, das hatten wir noch gar nicht, ne? Einfluss und öffentliche Ordnung. Wird er jetzt auch hier noch zum Problemfall? Einfluss 9, Loyalität aber auch 9. Dann ist es okay. Dann ist der Einfluss in unserem Sinne, wenn das so organisiert ist. So, wir sind jetzt dran an der Belagerung. Euch nicht. Für den Morgen. Das ist allerdings ein bisschen heikler. Da müssen wir vermutlich dann den Kampf führen. Na gut. Dann lasst uns... Ich würde sagen, wir bauen nur einen leichten Rambock und... Ja, zwei von denen. Tötet sie alle! Okay. Hoffentlich reicht das nicht, dass wir uns hier verschätzt haben. So, die sind dort angekommen. Und jetzt nochmal diese blöde Frage. Zieht er nach Skonin oder zieht er woanders hin? Wer weiß. Und vor allem, sind wir ihm gewachsen oder eher nicht? Wir könnten jetzt hier nach Skonin ziehen. Vielleicht kommen wir sogar... Wir kommen sogar in die Siedlung rein. Ach komm, dann machen wir das. Beeilt euch! Dann sichern wir das irgendwie. Ich bin gespannt, ob er uns angreifen wird. Nicht möglich. Wir sehen ein bisschen mehr von ihm. Er hat teilweise sehr, sehr angeschlagene Truppen. Seine Versorgung reicht allerdings noch eine Zeit. So. Na gut.
Die Armee kommt bedrohlich nah. Für die Morgen. Weiter. Northumbria kehrt zurück. Ja, sie werden uns da wieder was wegnehmen. Klar. Wobei Torfen es viel wichtiger ist als Ross merkend. Sie greifen uns an. Es kommt zur Schlacht. Uiuiui, und es ist eine große Schlacht. Auf unserer Seite 1140, auf ihrer Seite 975. Ja, also nochmal ein Kampf hier zum Abschluss dieser Staffel. So, was hat der Gegner? Er hat erstmal hier... Na, das gucken wir uns dann an. So, unsere Stärke ist mit Sicherheit die Kommandostärke unseres Generals. Kommando 6, das ist ordentlich. Der Gegner hat Plänkler-Kavallerie und ein bisschen Nahkampf-Kavallerie. Da sind wir aber besser. 60, er hat da nur 30, 35. Wobei die Plänkler-Kavallerie auch nerven kann. So, bei den Fernkämpfern sind wir besser aufgestellt. Bei den Plänkler muss man mal gucken. Herban-Axt-Infanterie ist eher unkritisch. Hier haben wir einmal Gefolge-Axt-Infanterie. Die ist sicher gefährlicher. Also das ist so eine stärkste Einheit hier. Und dann haben wir wieder die Elite-Schwert-Infanterie als Herdwächter. Okay, naja, mal sehen. So, wir stehen hier relativ nah beieinander. Der Wald ist irgendwie ungünstig, der gefällt mir nicht. Gerade mit unseren Bögen hätte ich, glaube ich, eher lieber freies Schussfeld. Wie machen wir das? Können wir uns hier so schräg aufstellen? Das ist vielleicht besser dann. Haben wir auch noch den Höhenvorteil. So, das gefällt mir besser. Wir sehen, wo seine Kavallerie ist. Ah, die hat er aufgeteilt. Das will ich aber nicht machen. Und wir haben auch gar keine Plänkler-Kavallerie. So. Zentral werden wir unsere beiden Herban-Axt-Infanterie stellen. Ja, die können wir noch weiter auseinanderziehen. So, was haben wir hier? Elite-Nahkampf-Kavallerie, das ist auch gut. Bringen wir die mal auf die andere Seite. Achso, das ist Rigan persönlich. Nee, der bleibt dann doch lieber dahinter. Dann haben wir, glaube ich, jetzt erstmal alles positioniert. Ah nee, hier, was ist das denn noch? Das sind noch so... Ah ja. Kämpfer, die noch nicht voll dabei sind. Und noch Speermannträger. Na gut, starten wir das. Eure leichte Nahkampfinfanterie ist geeignet, um für Beute und Ruhm. Reiter! Kavallerie! Kavallerie, schneller! Tötet sie alle! Hopp, hopp, Krieger! In der Schlange! Hier, Mann!
Heerbann! Gebt ihnen Sunder! Gefechtsformation! Almas! Lasst die Erde beben! Bereit für den Krieg! So. Warte mal, hier hatten wir unsere Achsinfanterie. Die haben wir jetzt. Ach nee, das ist diese kleineren Reservegruppen. Sieht das Tempo an! Die Schlacht wartet! Okay, Speerkämpfer haben wir en masse. Reiter! Reiter! Nein, was habe ich damit geschickt? Den. Volles Tempo! So, dann kommt mal ran. Vorne haben wir die Bogenschützen da noch ein bisschen mehr. Links haben wir leider Reiter. Gut, da können wir aber problemlos mit Speerkämpfern agieren, beziehungsweise die können wir auch hier hinbringen. Attacke! So. Na? Wir gehen nochmal raus. So, die Infanterie feuert. Das sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Kavallerie links sehe ich gerade nicht. Okay, ich würde sagen, der Geschosskampf läuft ziemlich gut für uns. Die Männer im Kampf verlässt langsam der Mut und sie fliehen. Ja, verdammt. Ihr müsst versuchen, die feindlichen Streitkräfte zu schlagen, ehe sie das Hilfe mit euch haben sie aber nur noch. Kommt wieder zurück, Leute. Die Männer ziehen sich zurück. Speerkämpfer! Holt sie euch! Okay. So, jetzt sind die Speerkämpfer ran. Jetzt nehmen wir die Kaff raus. Oh, warte mal, was fliegt hier denn? Ach, das sind die Plänkler. Die sind schon so nah dran. Okay. Dann sollten wir die beschießen. Die sind dann. Okay, die Kavallerie ist erledigt. Sehr gut. Lauf, Flieger! Auf, auf! Ich halte das nicht mehr. Unsere Kavallerie allerdings auch stark dezimiert. Auf der linken Seite ist die Kavallerie noch voll intakt. So, die drehen sich irgendwie jetzt hier rein. Feiglinge. Wo bitte? Oh, verdammt. Okay. Das war äußerst knapp. Die erste Truppenschützen hat aufgegeben. Das kommt, weil die Plänkler. Die sind, wenn die in Reichweite sind, sind die Hammer, ne? Insofern, vielleicht machen wir Folgendes. Wir bringen. Das war die nächste. Bringen sie mal ein bisschen nach hinten. Diese Plänkler sind echt nicht übel. Merke ich gerade. Das war äußerst knapp. Wenn die in Reichweite kommen, dann machen die mit den Bogenschützen extrem kurzen Prozess, wie wir gesehen haben. Ah, ja. Gut. Muss man dann irgendwie kontern mit Kavallerie oder so. Das war nicht so optimal. So, was macht er jetzt? Er zieht sich jetzt schon wieder in eine andere Richtung zurück. Der macht mich hier noch schwach. So, noch haben wir ein bisschen. Aber jetzt flieht er auch mal, ne? Gott sei Dank. Jetzt flieht er auch mal. Noch haben wir auch noch ein bisschen Munition. Jetzt geht's voran. Okay. Jetzt geht's los, Leute.
Kavallerie! Der Feind hat seine Einheiten versammelt. Ja, das machen wir auch gleich. Das können wir eigentlich alles sammeln. Banner heben. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt mal kurz eine Pause machen, weil jetzt geht's um die Wurst. So, hier haben wir Axtinfanterie, Speerinfanterie. Hier vorne ist die Elite. Gefolge zumindest. Gefolge, Axt. Und die Elite, ja, die Herdwächter. Die sind wieder im Zentrum. Und wir, was können wir dagegen setzen? Nicht viel. Nicht viel. Gut, wir müssen auf jeden Fall hier mal ein bisschen rumkommen. Na, mal sehen, wie sich's entwickelt. Ich würde sagen, hier bleiben wir einfach stehen. Hier schieben wir uns ein bisschen rum. Und hier ebenfalls. Und die Reserve, die müssen wir... Ne, die Bogenschützen kommen wieder raus, bitte. Die bauen wir mal hier auf. Tja, und das königliche Gefolge, ich weiß nicht so recht. Mal gucken. So, machen wir weiter. So, jetzt wird's ernst, Leute. Jetzt wird's ernst. Jetzt müssen wir noch den entscheidenden Sturmbefehl geben. Ich würde sagen, die bleiben einfach hier stehen. Da können sie gut verteidigen. Hier gehen wir nochmal schön in die Reihe. Und... Die blöden Plänkler. Gehen wir da rauf oder gehen wir da nicht rauf? Ich weiß es nicht. Hier gehen wir allerdings rauf. Das ist kein Thema. Hier gehen wir weiter vor und hier auch. Wir gehen mal gegen die vor. So. Die Bogenschützen, die machen noch ein bisschen was. Erfreulich. Die können jetzt auch selber... Ach ne, plänkeln wollte ich nicht. Aber selber feuern, ja, das ist richtig. So. Und was haben wir hier noch? Hier ist ja auch noch Kavallerie. Genau. Und Breitäxte. Ich glaube, wir müssen jetzt mal unseren Rigan hier ins Spiel bringen. So, die laufen da wieder zurück, okay. Wenn sie meinen. Seht ihr, sie fliehen vor unserer Macht. Befehl ich trotz. Unser General wird angegriffen. General wird angegriffen? Wo? Hier? Okay. Auf! Bewegt euch! Eilmarsch, Männer! So. Das ist okay. Die Reiter, die werden uns hier nicht groß beeindrucken. Hier könnte es ein bisschen kritisch werden. Mal gucken, was machen die hier? Dann schicken wir die rüber. Unsere Krieger fliehen aus der Schlacht. Bereit für den Krieg. Axtinfanterie, da können wir doch reingehen. Wer flieht hier wo? Da hinten? Das ist jetzt auch egal. Axtkämpfer, macht sie nieder. So, die Speere halten. Hier sieht es ein bisschen mau aus. Da müssen wir hier reingehen. Eieiei. Jetzt werden wir uns reingehen. Unsere Männer haben geschossen. Los! Das war hier nicht gut. Wenn die Kavallerie nicht mehr im Blick gehabt. Attacke! So. Ah, es sieht irgendwie ein bisschen heikler aus. Wir waren hier teilweise ein bisschen unaufmerksam. Das gefällt mir nicht ganz.
Zurück und neu formieren. Ein bisschen mehr Pause gemacht. Und vor allem unsere Eigenschaft haben wir hier. Unsere Fähigkeiten. So, sammelt euch mal. Hast du das jetzt gemacht? Unsere Männer haben sich versammelt. Jetzt nicht auf, auf! Ja. Und Banner heben wäre, glaube ich, auch noch ganz gut. In dem Bereich am besten hier. Okay. Sie soll verretten! Attacke! Greift an! Schneller! So, ich glaube, wir haben's. Für den Krieg gerüstet. Jetzt erledigt sie. Das ist die Elite-Schwertinfanterie. Die müssen wir jetzt noch killen. Ehrmann, Feind greift an! Die Schlacht weiter. Seht ihr, sie fliehen vor unserer Macht. Speerkämpfer! Volles Tempo! Ja, kommt, die kriegt ihr. Habt ihr noch Munition? Ne, habt ihr nicht. Verdammt, die gehen jetzt in den Rücken. Das ist jetzt ein bisschen doof. Die Männer wurden besiegt. Sie verlassen das Schlachtfeld. Ja. Okay, das war eine schwierige Schlacht jetzt hier. Nicht wirklich souverän. Wenn wir sie überhaupt noch gewinnen. Aber ich denke schon, dass wir sie gewinnen. Ja, den General haben wir. Das war jetzt wichtig. So, jetzt könnt ihr da nochmal reinlaufen. Hetzt die Pferde! Galoppieren! Okay. Nun ja. 700 immerhin. Wir haben den... Ja, 703, 736. Das war nicht wirklich souverän. Aber gut, wir haben gewonnen. Wir haben den Feind vertrieben. Große Teile seiner Armee aufgerieben. Was bringt uns mehr? Ich glaube, im Moment bringt uns Geld mehr. So. Okay, Feind im Kampf getötet. Sehr schön. Ja, immerhin haben wir uns dort verteidigt, auch wenn das substanziell uns nicht so richtig weiterhilft. Nur so ein bisschen. Na gut, immerhin, wir sind jetzt auf eigenem Terrain. Der Gegner nicht. Für den Ruhm der Gälen. Wir könnten das nächste Mal gleich nachsetzen. Das ist schon okay. Also, wir haben ja hier kaum Truppen verloren. Können wir nicht. Ist schon gar nicht so schlecht gelaufen. War auf jeden Fall wichtig. Gut, liebe Leute. Also, an dieser Stelle wird die Staffel erstmal enden. Wir haben ein großes Problem, nämlich das ist das Kriegseifer. Da müssen wir mal gucken, wie wir das wieder irgendwie runterbekommen. Am Ende Grenzkriege, dieser Faktor. Wir haben zu viele Kriege in der Nachbarschaft. Wir müssen da irgendwie mal was befrieden beenden. Vielleicht hilft es schon, wenn wir das hier erobern. Vielleicht reduziert das den Faktor schon, weil die Grenze dann weg ist. Und diese Armee, die wird dann noch zum Thema. Ich hoffe, wir kriegen das hier ohne große Verluste, diese Belagerung hin. Na, mal sehen. 1000 Geld haben wir. Ja, also im Großen und Ganzen haben wir uns auf jeden Fall in eine einigermaßen anständige Ausgangsposition gebracht. Wir haben überlebt. Und ich denke, es ist machbar, dass wir Freya besiegen, dann den Norden erobern und dann haben wir eine schöne Machtposition, um dann weiter gen Süden vorzugehen. Als nächstes natürlich dann irgendwie Gelgoidel, als übernächstes, um dann hier unsere Mission weiter zu treiben. Den Stein der Vorsehung, den müssen wir doch hier in unsere Hände bringen. Gut, ich denke auf jeden Fall, wir machen noch die nächste Staffel auf jeden Fall weiter. Oder wir machen weiter. Mal gucken. Noch bin ich nicht hundertprozentig überzeugt davon, dass das
auf Dauer eine interessante Geschichte gibt. Ich weiß noch nicht so genau. Im Moment ist es auf jeden Fall noch spannend genug. Das muss man schon sagen. Mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Ich bin offen, sagen wir mal so. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinballen.